Wir beherbergen die interessantesten und wahrscheinlich politisch und auch wirtschaftlich aktivsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und es wäre schade, wenn wir nur eine Plattform sind, in der man sich trifft, gut isst und sich unterhält, sondern wir wollen auch teilnehmen an der Berliner Gesellschaft, an der Berliner Politik und Anstöße geben, wie man Berlin nachhaltig verändern kann. Wir müssen aufpassen, dass die Politik sich jetzt nicht gegenseitig überholt und dass wir immer weitere Steuerbelastungen bekommen, die es den Gründern schwer machen, als im Venture-Capital-Bereich oder im Gründungsbereich in Berlin-Deutschland zu bleiben, sondern wir müssen den Standortvorteil, den wir preislich im Moment noch haben, sauber ausbauen und damit für die Zukunft uns so aufzustellen wissen, dass immer mehr Geld nach Berlin fließt, damit Berlin irgendwann auch in einem Bereich ist, wo es sich selber tragen kann und dann vielleicht sogar einen Flughafen hat.